Für die rauschenden Auftritte sorgte schon die Mannschaft. Baslers Eckballtor war der Aperitif zur Galanacht gegen Freiburg. Die Überraschungsmannschaft aus dem Schwarzwald stieß beim 1:5 an ihre Grenzen. Willkommen im Club der 500er, hieß es an diesem Abend für Mirko Votava, der in Sachen Bundesligaspiele das halbe Tausend voll machte und nebenbei sein einziges Saisontor erzielte. 1:5 gegen Bremen. Der SC mit dem ersten Durchhänger der Saison.